Hallo Deutschland. Der Tod der 19-jährigen Lareb hat ganz Deutschland erschüttert. Sie war verliebt und wollte heiraten. Aber dann wird das Mädchen aus der Nähe von Darmstadt ermordet. Erwürgt von der eigenen Familie, weil die aus Pakistan stammenden Eltern wohl ganz andere Vorstellungen von der privaten Zukunft ihrer Tochter hatten. Heute wurde das Urteil gesprochen. Es war ein Prozess mit großem Publikumsandrang. Mehr Zuschauer, als der Saal fassen konnte, wollten das Urteil hören. Und das war klar und schnell gesprochen. Mutter und Vater werden wegen gemeinsam begangenen Mordes verurteilt, und zwar zu einer lebenslangen Strafe. Ich denke, das ist eine politische Entscheidung. Und die politische Entscheidung ist in der Rechtsprechung schon vor 10 Jahren gefallen, indem der Bundesgerichtshof eben das angenommen hat, dass er gesagt hat, Ehrenmord, niedriger Beweggrund, deswegen auch lebenslängliche Freiheitsstrafe. Ich verstehe, was das Gericht gesagt hat, aber ich halte die Entscheidung für falsch. Weil ich kenne meine Mandantin jetzt sehr lange und sehr intensiv. Ich denke, ihre Rolle ist nicht richtig gewürdigt worden. Sie hat nur geholfen. Sie hat nicht bestimmt. Sie hat nicht mitgeplant. Und sie ist nicht Täterin dieser Tat. Was werden Sie tun? Revision einlegen, weil ich das Urteil angreifen werde. Für das Gericht aber war klar, Lareb, 19 Jahre alt, musste sterben, weil sie eine sexuelle Beziehung zu einem jungen Mann unterhielt. Gemeinsam hätten die Eltern sie in der Nacht vom 27. auf den 28. Januar getötet, gemeinsam aus dem Haus gebracht und auf einem nahegelegenen Parkplatz abgelegt. Die Angst davor, aus der muslimischen Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden, sei für beide entscheidendes Tatmotiv gewesen. Richter und Schöffen mögen sich doch in die Gedankenwelt der Angeklagten hineinversetzen, so die Verteidigungslinie der Anwälte. Auf diese Argumentation ließ Richter Volker Wagner sich nicht ein. Er verurteilte Vater und Mutter wegen gemeinsam begangenen Mordes zu einer lebenslangen Strafe. In seiner Urteilsbegründung machte er deutlich, es ging nicht darum, über unterschiedliche kulturelle Wertsysteme zu urteilen. Hier ging es darum, einen Mord zu beurteilen, und zwar nach den in Deutschland gültigen Gesetzen. Die jüngere Schwester der Getöteten war in dem Prozess als Nebenklägerin aufgetreten. Ihre Rolle vor Gericht, für die 14-jährige Neda eine Zeit voller Zwiespalt. Ja, für Neda ist es natürlich ganz wichtig, dass die Tat, die hier geschehen ist, auch in einer gewissen Weise gesühnt wird, will ich mal sagen, dass die Eltern zur Verantwortung gezogen werden. Denn man darf auch nicht vergessen, natürlich ist es so, auf der einen Seite sind es ihre Eltern, auf der anderen Seite ist hier ihre Schwester getötet worden. Wieder einmal hat ein Prozess deutlich gemacht, ein Leben in einer Parallelwelt unter der Glasglocke eigener traditioneller Vorstellungen, das gibt es, was es nicht geben darf, dass dadurch das in Deutschland gültige Wertesystem aufgegeben wird.